Hallo und herzlich willkommen, liebe Rocket Camper-Freunde. Nach einer sehr erfolgreichen Messe in Düsseldorf sind wir zurückgekehrt hier nach Remshalden auf unsere Rocket Camper Homebase. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch gleich unseren neuen Rocket Mountain etwas näher vorzustellen. Am Beginn der Konzeptphase haben wir unseren Rocket-Entwicklungsteam ins Lastenheft geschrieben, dass es darum geht, ein sehr kompaktes, agiles Fahrzeug zu kreieren. Ein kompaktes, agiles Fahrzeug sowohl für Asphaltpisten als auch jenseits von Autobahnen und Landstraßen. Kompakt und agil, das bedeutet natürlich zunächst einmal kompakte Außenabmessung. Mit nur 5,97 Meter ist der Rocket Mountain ein sehr kompaktes Fahrzeug. Ich würde sagen Benchmark im Vergleich mit anderen allradgetriebenen Campervans. Wofür das gut ist? In den Bergen für enge Serpentinen, auf Küstenstraßen in engen Kurven ist die Fahrzeuggesamtlänge sehr entscheidend für gutes Vorankommen. Außerdem hat der Rocket Mountain eine Fahrzeughöhe von nur 2,60 Meter. Die Fahrzeughöhe bedeutet auch einen tiefen Fahrzeugschwerpunkt und das ist auch insbesondere bei allradgetriebenen Fahrzeugen wichtig für die Fahrdynamik, Onroad und auch jenseits von Asphaltpisten. Für bestes Vorankommen im Gelände sorgt der serienmäßige Allradantrieb des Rocket Mountain. Dieser Allradantrieb wurde ab Werk entwickelt, das heißt, es ist keine Nachrüstlösung und er kommuniziert hervorragend mit den modernen Fahrdynamiksystemen, die dieses Fahrzeug bietet. Das hilft beim Vorankommen in den Bergen, auf steilen Strecken, in Serpentinen, auf losem Untergrund, Schotterpisten, nassen Wiesen und natürlich auch auf sonstigem, etwas unwegsamerem Gelände. Der Rocket Mountain hat ein Leergewicht von ca. 3000 Kilogramm. Das ist das DIN-Leergewicht, das bedeutet also mit 75 Kilogramm für den Fahrer, mit 90% gefülltem Kraftstofftank, mit gefülltem Frischwassertank und mit gefüllter Gasflasche. Das heißt, es bleiben noch ca. 500 Kilogramm, die Sie verwenden können für zusätzliche Ausstattungen, wie zum Beispiel das optionale Aufstelldach, die optionale Markise, die optionale Solaranlage, eine weitere Bordbatterie, zusätzliche Sitze im hinteren Bereich und. Zusätzliche Ausstattung. Was dann noch verbleibt, das ist das, was Sie für weitere Fahrgäste und Ihr Gepäck zur Verfügung haben. Aus diesem Grund sehen wir den Rocket Mountain eher als Zwei-Personen-Fahrzeug. Dann hat man wirklich viel Platz. Man hat auch viel Zuladung für persönliche Ausrüstung und Gepäck noch dabei, auch wenn man die eine oder andere Sonderausstattung gewählt hat. Natürlich ist es auch möglich, dass man mit diesem Fahrzeug auch zu viert unterwegs sein kann. Dies bedeutet aber auf der anderen Seite, dass man sich halt einschränkt bei den Dingen, die zusätzlich an optionalen Ausstattungen noch mit an Bord sind oder bei der verbleibenden Zuladung. Und letzten Endes hängt es natürlich auch von der Größe und von dem Gewicht der weiteren Personen ab. Für Familien mit bis zu 5 Personen empfehlen wir jedoch ganz klar den Rocket One M oder XL, weil dort hat man mehr Platz. Insgesamt ist der im Rocket Mountain realisierte Grundriss sehr luftig. Man hat ein tolles Raumgefühl, man hat keine störenden Sichtachsen. Wir haben eine riesige Schiebetüröffnung und so wird draußen und drinnen perfekt miteinander verbunden. Ich habe hier sehr viel Bewegungsfreiheit, was angenehm ist zu zweit oder allein. Und natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, zwei zusätzliche Sitzplätze einzubauen. Das heißt, ich kann das Fahrzeug auch mit 4 Personen nutzen. Die Frage ist, wie viel Gepäck habe ich noch dabei? Wie viel Zubehör habe ich mir eingebaut? Wie viele Sonderausstattungen? Man muss hier ganz klar sagen, man muss auf die Zuladung Acht geben. Hier im Bereich hinter der Schiebetür ist unser Herzstück untergebracht. In unserem Herzstück befinden sich alle Installationen, die Sie zum Leben im Campervan benötigen. Wir haben hier den Kocher mit 2 großen Einzelbrennern. Hier unten haben wir den Kompressorkühlschrank untergebracht. Modernste Technologie, läuft mit Strom wie zu Hause und kühlt auch zuverlässig bei Hitze außen. Er hat auch ein Gefrierfach. Sie können also auch da im Sommer Eiswürfel machen. Hier unten haben wir die Gasflasche untergebracht, 2,7 Kilo. Das reicht zum Kochen locker aus. Wir haben eine sehr leistungsfähige Dieselheizung an Bord. Aufgrund dessen brauchen wir nicht mehr Gas. Gleichzeitig haben wir hier noch ein kleines Staufach seitlich untergebracht. Unsere Staufächer zeichnen sich dadurch aus, dass wir immer noch eine zweite Schublade oben haben. Auch neben dem Kühlschrank haben wir weitere Schubladen.
hier eine große, darüber noch eine flache, perfekt geeignet für Tassen, für Gläser oder auch Besteck. Alle Beschläge sind sehr hochwertig ausgeführt. Die Auszüge haben einen Selbsteinzug und Softclose. Eine weitere Schublade haben wir hier direkt unter dem Waschbecken. Ähnliches System, ähnliche Größe. Und das ist ja das, worauf es auch ankommt, dass man seine Utensilien sicher verstauen kann während der Fahrt. Das Waschbecken zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich ein sehr großes, sehr tiefes Waschbecken ist. Direkt neben dem Waschbecken ist der Einfüllstutzen für das Frischwasser. Den haben wir hier nach innen verlegt. Betankt wird das alles durch unsere Außenklappe oder auch durch eine Gießkanne hier im Fahrzeuginneren. Wenn was daneben läuft, läuft es ab über das Waschbecken in den Grauwassertank. Der Frischwassertank ist hier unten untergebracht, der Grauwassertank unter dem Fahrzeug. Warum haben wir den Frischwassereinfüllschutz nach innen verlegt? Das hat klare Vorteile. Er ist so vor fremdem Zugriff geschützt. Wir vermeiden unnötige Karosseriedurchbrüche und gleichzeitig ist er auch besonders frostsicher untergebracht. Oberhalb des Waschbeckens haben wir zwei von unseren praktischen Rocket Gear Bags untergebracht. Die können Sie auch einfach mit rausnehmen aus dem Fahrzeug und die Sanitärgebäude auf dem Campingplatz damit besuchen. Weiterhin haben wir hier, auch wie beim Rocket One bekannt, unsere Außendusche untergebracht. Die kann ich hier durch die Außenklappe nach draußen geben, sodass ich da duschen kann oder auch einfach mal die Gummistiefel abspülen kann oder wie auch immer. Unsere Toilette, die wir auch an Bord haben, haben wir hier in diesem Auszug untergebracht. Hier drunter ist entweder eine Chemietoilette, ein Porta-Potti oder auch eine Trenntoilette möglich, was auch immer da Ihre Präferenz ist. Gleichzeitig ist dieser Auszug auch der Aufstieg ins Bett. Sie können sich hier abstützen auf diesem Kniepolster oder aber auch dieses Polster nehmen, um hier einen Sitz zu haben. Mit unserem verschiebbaren Tisch habe ich dann auch hier einen ganz bequemen Platz. Neben dem Tisch haben wir ein Seitenmöbel, in das ich noch viele nützliche Ausrüstungsgegenstände unterbringen kann. Wir haben hier unten Schiebetüren, gleichzeitig ein Ablagefach für Gläser und Flaschen. Serienmäßig auch noch eine USB-Steckdose und 230 Volt hier in dieser Kiste untergebracht. Das bedeutet für Sie, dass Sie hier natürlich auch hervorragend arbeiten können, wenn Sie das müssen. Weiteren Stauraum haben wir hier oben in den Dachstaukästen. Die weisen auch eine Besonderheit auf, dass sie unten scharniert sind. Sie sehen, Sie können es so zurückklappen. Warum haben wir das gemacht? Wenn wir sie hier oben scharniert hätten, dann geht hier unnötiger Stauraum verloren für aufwendige Scharniere. Und so hängen die Klappen hier nach unten und lassen sich auch so perfekt bedienen. Auch wie beim Rocket One haben wir unser patentiertes Verdunklungssystem für die Fenster hier angebracht. Klapperfrei mit Magnetverschluss, einfach zu bedienen und bewährt. Hinter unserem Herzstück ist der Bettbereich. Wir haben hier sehr großzügige Abmessungen für das Bett erreichen können. Durch unsere Crossbox-Verbreiterungen erreichen wir hier vorne im Fahrzeug eine Liegelänge von 1,97 Meter und im hinteren Bereich immerhin noch 1,83 Meter. Das ist für ein solch schmales Fahrzeug echt rekordverdächtig. Ja, wir haben sehr bequeme Matratzen, die Liegefläche in der Länge 1,40 Meter. Also auch ausreichend für zwei Personen, denken wir. Man kann das alles noch durch einen Topper hier erweitern, indem man den Topper noch bis hier vorlegt. Dann hat man wirklich 1,80 Meter. Das reicht dann vielleicht für viele Menschen auch schon zum Längsschlafen in diesem Fahrzeug. Weiterhin unter dem Bett ein sehr großer Stauraum, zu dem man auch den Zugriff hat von hier vorne. Jetzt können Sie es vielleicht auch vorstellen, man kann hier noch ein Regal haben mit Stauboxen, sei es für Lebensmittel, sei es für Klamotten, was auch immer ist hier einbaubar. Dieses aufgestellte Bett ist natürlich auch eine hervorragende Rückenlehne für eine Lounge. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie diese Aufsteller hier blockieren, haben Sie eine tolle Rückenlehne und schauen hinten raus aufs Meer. Das Gleiche geht natürlich auch mit dem hinteren Element, aber schauen wir uns das jetzt mal von hinten an. Unter unserem Bett haben wir einen riesigen Stauraum hier im Fahrzeugheck in der Breite ca. 1,76 Meter, in der Tiefe 1,25 Meter, für ein solch kompaktes Fahrzeug durchaus eine Ansage, wie wir finden. Was Sie hier sehen, ist auch, es ist ein sehr robustes Fahrzeug. Wir haben hier einen handgeschweißten Aluminium-Bettrahmen. Das zeigt auch, wie grundsolide dieses Fahrzeug gebaut ist. Soweit für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen unseren Rocket Mountain etwas näher bringen. Es ist, glaube ich, ein ganz tolles, agiles, kompaktes Fahrzeug mit Allradantrieb geworden. Und die Resonanz auf der Messe,
auf dem Caravansalon in Düsseldorf war schon riesig. Und es würde mich freuen, wenn es auch Ihr Interesse weckt und Sie sich bei uns melden, dass wir Sie weiterhin beraten können, dass Sie vielleicht mal bei uns vorbeischauen, um sich das Fahrzeug selber mal persönlich anzuschauen. Vielen Dank für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne liken und am besten auch unseren Kanal abonnieren, damit Sie weiterhin über Neuheiten von Rocket Camper informiert werden können. Vielen Dank, bis bald.